Willkommen zu Frequent Traveler TV Themenvorschau. Heute am 19. Juli haben wir für euch auch wieder frisch gepresste Themen vorbereitet. Ja, ganz genau. Die Lufthansa First Class Doppelsuite wird anscheinend von der Lufthansa auch selber erstmal getestet, weil man möchte wissen, wie der Markt darauf reagiert. Im Call mit Mario hatte ich ja meine Bedenken geäußert. Mario hat seine Bedenken geäußert. Es gab da ja auch dann etwas Verwirrung, aber das konnten wir dann aufklären. Aber nichtsdestotrotz ist es ein kontroverses Konzept. Ich finde es erstmal geil, die Idee ist cool. Ich bin mal gespannt, wie der Markt das Ganze annimmt. Dazu haben wir auch die passende Frage des Tages. Wie findet ihr die Lufthansa First Class Doppelsuite? Ist dies ein Produkt, welches euch überzeugt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also, ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Des Weiteren haben wir ein Thema mit einer United 767, die auf ihrem Flug von Frankfurt nach Chicago ihre Rutsche verloren hat. Also nicht eine, sondern also nicht alle, sondern eine der Rutschen. Und Air Malta muss Geld sparen und spart auch beim Lackieren. Dadurch, dass man weniger Farben benutzt, hat man Geld gespart. Schauen wir uns an. Dann haben wir für euch wieder einen frisch gepressten Dealzone-Deal ausgegraben in der British Airways First von Frankfurt. Also keine Positionierung nötig, wenn ihr in Deutschland seid. Und dann nach Seattle ab 2.599 Euro. Also, kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen. Heute Abend 19 Uhr Frequent Traveler TV für euch wieder live mit einer frisch gepressten Ausgabe. Ich freue mich auf euch.